Hallo, jetzt kommt das Ende am Anfang. Es ist wieder total verrückt bei mir, weil ich heute ein ganz, ganz außergewöhnliches Video gedreht habe, was unbedingt hinaus muss in die Welt. Und ich habe jetzt ganz zum Schluss noch was vergessen, eigentlich zu zeigen, weil ich war derartig unter Wasser, weil ich so viel Sachen rausgekramt habe. Ihr werdet das alles noch sehen nachher. Und eigentlich wollte ich euch ja eine wunderschöne, entspannte, gemütliche, besinnliche Weihnachtsfolge drehen. Aber ich glaube, nach dem, was ihr dann alles mitbekommt in dem Film, der gleich folgt, dann ist euch klar, dass das nicht funktionieren konnte. Aber deswegen, nachdem ich alles abgedreht hatte und das Chaos unübersehbar wurde, habe ich gedacht, solange das Tageslicht jetzt noch günstig ist heute, drehe ich doch noch mal ein Dankeschön vorneweg. Im Nachgang habe ich es euch auch noch mal gesagt, für euch treue Zuseher. Falls ihr nicht bis zum Ende gucken wollt, sage ich euch jetzt schon mal Dankeschön für eure Treue, für eure wunderschönen Kommentare. Ganz zum Schluss sage ich es auch nochmal. Aber der eigentliche Grund, warum ich jetzt vorne dran noch diese kleine Mini-Episode drehe, ist, dass ich auch der Alex von Wolleule Alex, die hat ja das Label Eulenwolle, mich auf diesen Weg nochmal bedanken wollte bei ihr und euch zeigen wollte, was mir für ein wunderschöner Gewinn zuging. Das hätte ich ja beinahe vergessen, möchte es aber jetzt hiermit nicht nachholen, sondern vorholen sozusagen. Ich habe diese Stränge hier gewonnen, drei Stück, die ich mir selber ausgesucht habe. Die Farbe und das, wie es Material ist. Das sind zwei Stränge, die nennen sich 80er Jahre. Sie hat mir gesagt, das sei aufgrund einer Korthose, die sie in den 80er Jahren getragen hat, war wohl eine Lieblingshose und die hatte so einen changierenden Effekt in diesen Farbtönen und die haben mir in ihrem Shop so gut gefallen, dass ich gesagt habe, das trifft meinen Geschmack im Moment sehr und ist auch mal ein bisschen was anderes für mich. Darüber würde ich mich sehr freuen und das ist auch eine dickere Stärke. Das sind 50 Gramm haben 200, nee, 100 Gramm haben 212 Meter Lauflänge. Mir ist auch schon was eingefallen dazu. Ich habe es jetzt aber nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe es vergessen, was ich eigentlich daraus machen könnte und wollte. Aber das werdet ihr noch sehen, weil das hat ja sowieso momentan keine Priorität, wie ihr anhand meiner folgenden Ausführungen und Demonstrationen, was ich alles auf den Nadeln habe, sehen werdet. Und dann hatte ich sie ja bei meinem Gewinnspiel oder ihrem Gewinnspiel hatte ich bei meinem Kommentar gesagt, Aprikot, Flieder und so weiter ist momentan und ein helles Burgunderrot. Das helle Burgunderrot ist rausgefallen. Das ist dem quasi, das ist ja so ein Mittelding zwischen Flieder und Burgunderrot. Und das Aprikot hat sie gefärbt. Wobei sie gesagt hat, es sei sehr schwierig, Aprikot zu färben, aber diese Färbung finde ich auch wunderschön. Also ganz ehrlich, Alex, hast du toll gemacht. Es changiert so schön, tolle Qualität. Das ist ein BFL, glaube ich. Nee, ist es nicht. Das ist 75% Schurwolle, 25% Polyamid. Die Schurwolle ist extra fein. 100 Gramm, 400 Meter Lauflänge, irgendwie Aprikot passt, ne? Ich finde die Farbe so toll und passt natürlich wunderschön dazu. Also das gibt bestimmt ein schönes Tuch oder auch in einem Pullover eine Rundpasse. Das habe ich auch schon überlegt, könnte das sehr wohl werden. Ganz, ganz, ganz speziell. Ich habe nämlich auch diese Wolle hier im Outlet, Ausverkauf bei Budinette erstanden. Das ist auch Kaschmir drin, hat dieselbe Stärke wie die. Da war ich schon so ein bisschen auf dem Aprikot-Trip. Das ist ein Beige mit einem leichten Aprikotik. Könnt ihr hier gut sehen. Und das passt hervorragend dazu. Und da habe ich 400 Gramm oder 500 Gramm. Das heißt, ich könnte mir einen Pulli stricken mit einer wunderschönen Rundpasse aus der Eulenwolle.
dazu. Das würde perfekt passen und würde mal so ein bisschen aus meinem üblichen Farbschema so ein bisschen rausfallen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mir auch gut steht. Hoffe ich doch. Ne? Und sie hat ja überall so wunderschöne Maschenanhänger dran gehängt. Und das ist ihr Geschenk an mich gewesen. Herzlichen Dank. Schaut doch mal, ist das nicht der Knaller? Dieses Orange, Hammer, das gibt ein paar Socken für mich. Vielleicht mit dem Akzent, vielleicht. Oder ich habe auch schon überlegt, ob ich die Hirschsocken vom Thorsten stricke mit dunkelgrün oder dunkelbordeaux habe ich ja. Und die Wolle für die Hirsche nehme. Und dann reicht es immer noch, wenn man den oben das Bündchen, die Ferse und die Spitze in einer anderen Farbe strickt, dass ich die für vielleicht in einer ruhigeren, in einem dunkelbraun oder irgend sowas. Mal immer, da fällt mir noch was ein. Denn das ist eine Qualität, die ich schon immer mal probieren wollte, aber noch nicht hatte. BFL HT Hokkaido heißt die Farbe. Kein Wunder. Das gibt wunderschöne Socken. 300 Gramm, 365 Meter. Sowas könnt ihr bei Wolleule Alex kaufen. Schaut in ihren Shop. Ich mache gerne Werbung. Das ist Werbung. Übrigens auch eine Dauerwerbesendung, wenn ich Marken nenne. Das war ein Gewinn bei einer Verlosung. Das war ein Geschenk und das habe ich gekauft. Also ist von allem was dabei. Wer sich jetzt daran stört, dass wir auf diese Weise Werbung machen, hat halt Pech gehabt. Es lässt sich nicht vermeiden, denn euch interessiert es ja. Mich interessiert es ja auch immer, wo das her ist und wo man das bekommen kann. Ja. Und jetzt geht's gleich weiter mit meinem Film, der eine ganz spezielle Version ist, nämlich ich zeige euch die allermeisten meiner UFOs, fast fertigen Projekte und die Sockenkiste des Grauens. Ihr dürft gespannt sein. Zwischendrin hat der Film mal nicht aufgenommen, deswegen habe ich es jetzt auch noch nicht prüfen können, ob ich das eine oder andere schlussendlich nicht dabei habe, beziehungsweise ob auch mal eine Wiederholung dabei ist. Ich entschuldige mich im Voraus dafür und hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei, euch diese Folge anzusehen. Vielleicht schaut ihr sie ja auch in Portionen. Vielleicht sind ja auch zwischen den Jahren mal ein paar ruhigere Stunden und ihr könnt euch meinen ganzen wirklich unendlichen angefangenen Stricksalat ansehen und hoffentlich denkt ihr, Gott sei Dank habe ich nicht so viel angefangene Projekte. Ja, es entstand auch ein bisschen daraus, weil ich euch auch immer viel Neues zeigen sollte, aber das könnte man auch als Ausrede nennen. Wahrscheinlich bin ich einfach nur so ein neugieriger Mensch und auch ein bisschen, ja, unsortiert. Das möchte ich gern ändern, weil wenn ihr das alles seht, könnt ihr verstehen, ich möchte es gern ändern. Und wie, das erzähle ich euch in den nachfolgenden 60 Minuten, 80 Minuten, ich weiß gar nicht wie lang. Also jetzt genug gequatscht, ihr wollt's sehen. Macht's gut, bis gleich. So, diesmal mit dem neuen Handy. Keine Ahnung, wo jetzt die Kamera ist. Ich glaube da. Also wenn ich noch ein bisschen irritiert bin, dann liegt es nicht nur am neuen Handy, sondern auch daran, dass ich die ganze Zeit dieses spezielle Video über meine UFO-Manie drehen wollte. Und das jetzt auch noch zufällig so die Jahresendfolge ist für euch und für mich, in der ich mal zeige, was alles bei mir so schmort und noch nicht fertig geworden ist und schnell fertig werden könnte, aber einfach darum liegt in irgendwelchen Ecken. Ich habe heute mal alles rausgeräumt. Ich werde auch mal alle meine Wollvorräte rausräumen, neu sortieren, neue Planungen machen fürs kommende Jahr. Denn ich habe ja eine Challenge vor und zwar ähnlich oder genauso wie, ah, jetzt weiß ich ihren Namen nicht. Ich bin irgendwie total überlastet mit Gedanken. Ich werde es euch später nochmal sagen, denn es gibt ein mehrteiliges Video. Dann recherchiere ich das nochmal. Ach, Mandy strickt jeden Tag.
Jetzt ist mir es eingefallen. Die hat so eine tolle Idee gehabt mit Nummern ziehen und nicht nur UFOs zu machen, sondern auch immer ein neues Projekt oder ein ganz spezielles Teil, wie auch immer. Ich werde es euch noch mal näher erläutern, wenn ich die Planung gefasst habe. Im Moment zeige ich euch nur mal, was alles so offen ist, und ich fange jetzt mal nur mit den UFOs an. Uralt-UFOs zum Teil, neuere UFOs, ja, die kann man auch nicht unbedingt alle UFO nennen, manche sind auch WIPs. Der Übergang ist fließend. Spielt jetzt mal keine Rolle, es wird alles gezeigt, was offen ist, was ich gefunden habe. Vielleicht finde ich auch noch mal in irgendeiner Ecke irgendwas in der Projekttasche, aber ich glaube, das ist so ziemlich alles. Und da habe ich mehr als genug. Ja, ein Uralt-UFO, was gerippelt wird. Wunderschöne Wolle. So viel hatte ich schon gestrickt. Es sollte eine Strickjacke geben. Aus einem Heft. Das ist sozusagen der Rücken. Und es gefällt mir nicht. Also, das ist da unten viel zu schmal. Selbst wenn ich noch 10 Kilo abnehme, ist es da unten zu schmal und spannt dann, weil ich Angst hatte, die Wolle könnte nicht reichen, habe ich da den Streifen eingebaut. Der sollte natürlich auch an die Ärmel. Das Muster ist nicht so kommod. Es ist, ja, und die Wolle ist einfach zu schade und die Farbe zu schön, als dass man es nicht verwenden würde. Das gehört zu den Projekten. Ich teile das so ein bisschen ein in die Projekte Rippeln, Neuplanung. Und so gesehen ist es eigentlich dann kein UFO, sondern das kommt aus der UFO-Liste, in der UFO-Liste nicht vor, sondern bei den Projekten, die neu sind, weil ich ja ganz von vorne nochmal anfange. Ich zeige euch nochmal die Wolle. Entschuldigung, ich habe nicht so viel Platz hier gehabt. Ich musste einfach alles darum legen. Und davon habe ich genug. Und das ist diese schon etwas älter gekauften Katja Merino Classic. Die Farbe ist schön, für mich sehr gut geeignet. Es ist eine Stärke, die Kay, ne? Aran könnte das sein. Ich kenne mich da immer noch nicht so gut aus mit diesen Stärken. Das wohnt in einer Badetasche, die farblich gut dazu passt. Also, das habe ich beim Aufräumen entdeckt. Das kommt in die Neuplanung. Ich denke mal, alle Neuplanungen geplanten Projekte, konkret neu geplanten Projekte, auch zum Teil aus alten Beständen, die kommen in einer Extrafolge und die wird dann im neuen Jahr sein. Aber jetzt habe ich es schon mal gezeigt, weil ich mich da selbst auch ein bisschen diszipliniere, das auch wirklich jetzt 2023 zu einem Jahr zu machen, in dem das wirklich mal klappt. Und ich bin so wild entschlossen und ich denke, es könnte hinhauen. Denn irgendwann kann man ja nicht so viel offene Projekte mehr haben. Das geht einen dann wirklich auch an die Nerven so ein bisschen. Noch dazu, ob es ein UFO ist oder eine Neuplanung, ist bei dem Teil hier vollkommen offen. Das ist so Papierwolle, reine Effektwolle, Alcantoprint, Lederlook. Da war ich so neugierig drauf. Das gibt es auch noch in Grau. Das ist aber von einer anderen Firma. Lunare, das passt natürlich toll zusammen. Und dazu habe ich auch noch andere Reste Wolle dazugelegt. So ein bisschen Flausch. Und dieses Effektgarn, da wollte ich einen Schal stricken, einen längs gestrickten Schal. Und das könnte der auch durchaus werden, denn ich habe dafür ja unendlich viel Maschen aufgenommen. Habe auch schon das hier gestrickt. So lang, so lang, so lang. Also das gibt einen Klassiker-Schal quer gestrickt. Die Nadeln sind noch drin. Kein Wunder, dass ich keine Nadeln mehr habe. Das sind sogar 7, ne? Nicht pro Sinfonienadeln. Und so wollte ich diesen Schal als Sommerschälchen oder was auch immer stricken aus diesen Effektgarnen. Kann doch nicht so schwer sein. Geht also nach dem System, was die
Mandy auch sich vorgenommen hat, das geht, wie ich jetzt entschieden habe, in die UFO-Kiste, beziehungsweise das wird nummeriert, das Teil. Das kriegt eine Nummer. Und wie wir das verfahren, das erkläre ich später. So ganz genau weiß ich es auch noch nicht. Macht aber nichts. Dann habe ich so eine Wäschetasche, die ist ganz gut eigentlich. Wenn du, musst aber trotzdem aufpassen, dass es, die Fäden nicht in die Wolle geraten. Das kommt auf den zweiten Haufen. Ein echtes UFO. Noch ein echtes UFO. Auch so nicht so passend für die Jahreszeit. Genauso wie dieser Schal. Das ist ja auch mehr so ein Sommerschal. Ich habe noch diese wunderschöne Hanfwolle von Lang in dieser tollen, diesem tollen Burgunder, Braun, Rot. Es ist ein bisschen röter. Da kann man es, glaube ich, sehen. Da hat mich die Neugierde gepackt und es hat auch jemand, ich glaube, die Astrid, die Amarena Astrid, hat es auch schon mal gestrickt. Und zwar den Regen aus diesem Hanfgarn. Den Regen von Isabel Krämer, da steckt in der Tasche, dieser wunderschönen Tasche, auch noch die Anleitung. Und hier habe ich auch schon angefangen. Also, als ich jetzt alles rausgekramt habe, ist mir auf einmal klar geworden, warum ich keine Nadeln mehr habe. Ja, da habe ich jetzt nur mal den Ärmel beim Re den Regenärmel angefangen, weil ich neugierig war. Das passiert mir ja dann oft, wie die Wolle sich verstrickt. Die verstrickt sich gut und das wird bestimmt ein tolles Sommerjäckchen. Ganz toll. Ein Sommer-UFO. Aber ich glaube, bei der Systematik, die sich die Mandy ausgedacht hat und an der ich mich anhänge, andocke, vielleicht ein klein bisschen variiere, das weiß ich noch nicht. Geht es bei der Auswahl der UFOs, wenn die Nummern gezogen werden, dann überhaupt nicht mehr darum, ist es ein Sommer, ein Winter, ein Frühjahr oder Herbstprojekt, sondern die Nummer, die gezogen wird, die wird dann fertig gemacht. Auf den UFO-Haufen. Mein nächstes UFO, das steht hier aus Bequem, das ist eigentlich ein Witz, ne? Das ist mein Shifty, ist aber doch kein Witz. Ich hatte nämlich keine Lust, am Shifty weiter zu stricken. Soweit ist mein erster Ärmel, da muss ich ja mit dem Muster ein bisschen am Ärmel weitermachen, wie hier oben, weil mir sonst die Wolle nicht reicht. Das ist alles, was ich noch habe und die brauche ich für die Ärmelbündchen. Und aus lauter Restewolle, ich nehme das jetzt nicht daraus. Das ist der Shifty. Der andere Ärmel ist auch bis hierhin gediehen und jetzt muss ich nur noch mal so einen Rapport machen, so ähnlich wie hier und dann das Bündchen und beim zweiten Ärmel das auch. Das ist doch wohl lächerlich. Das wird man doch wohl so schaffen können. Auch da sind diverse Nadeln in Gebrauch. Hier die Ärmelstricknadel zum Beispiel. Im Moment mag ich sie nicht so, aber sie steckt dabei. Ah, mein Shifty, ein UFO. Da das ja jetzt über die Feiertage, weiß ich noch nicht, jetzt in den vorweihnachtlichen Endstresstagen, ob ich dann ausgerechnet den hier fertig mache, weil er doch ein bisschen nervig ist. Irgendwie nervt er mich im Moment. Er kommt auch in die UFO-Ecke. Wobei, das ist jetzt so ein Teil, das könnte eine Ausnahme sein. Denn ich könnte auch eine Ecke machen. Also ich habe die Sache neue Planung, auch von alten Projekten, die ich gerippelt habe. Ich mache die UFO-Planung. Aber dann habe ich vielleicht doch noch eine Variante wie den Shifty. Die Sachen, die so kurz vorm Fertigwerden sind, dass sie eigentlich als allererstes dran wären. Okay. Eben fangen die Sirenen an zu heulen, aber das ist Probealarm. Okay. Ja. Ja, wenn ich so mit euch rede, dann komme ich da irgendwie mit klar, denke ich, und kann das irgendwie besser eruieren, was ich alles vorhab. Das nächste UFO. Und das gehört eigentlich auch in die letzte Kategorie, kurz vor fertig, ist das Schälchen Sophie's Calf. Ich habe ja eine mittlere Größe gemacht. Ich bin jetzt so weit, ich bin jetzt wieder am Abnehmen. Ich habe nicht die ganz kleine Version gemacht und bei der zweiten Seite mache ich das hier auch ein bisschen schmäler, damit man ein Knötchen reinmachen kann. Also das ist jetzt hier in der Mitte sozusagen hier
Und jetzt wird er wieder kleiner. Und das ist schön, das ist wirklich schön, das Schälchen. Ne? Kann man, ob das Rosé was für mich ist, weiß ich noch nicht. Ich habe auch nur noch diese Wolle. Das ist eine Lana Grossa, meilenweit mit Kaschmiranteil. Sehr schön strickt die sich. Das ist so ein wirkliches Mitnahmeprojekt und wenn die Nerven blank liegen, Projekt, weil man da nicht denken muss. Das kommt auch zu dem Shifty. Wie ich die Kategorie nenne, weiß ich noch nicht. Also das ist die kurz vor Fertig-Ecke. Denn da ist ja wirklich nicht mehr viel zu machen. Dann wollte ich noch ein Geschenk machen. Ist jetzt eigentlich auch ein UFO. Das ist jetzt theoretisch noch eine Kategorie. Nämlich, ich wollte ein paar Duke City Mittens verschenken. Habe sie euch bei der letzten Folge gezeigt und da ist nicht viel mehr passiert, weil ich so viel anderes zu tun hatte. Och, ich will es euch aber noch mal zeigen. Hab bloß so eine blöde Tasche hier. Projekttasche, da hängt sich alles fest. Die kann ich nicht nehmen. Die ist ätzend. Ja, nur der Vollständigkeit halber zeige ich es noch mal kurz. Auch eine Alpaka, lang Alpaka-Socks mit einer Opal-Regenwald-Tukan zusammengehalten. Ergibt den ersten Shifty, den zweiten habe ich noch. Ach, Shifty, sag ich. Den Duke City Mitz. Da ist ja nicht viel zu tun mehr, ne? Und der zweite ist ja dann auch fertig. Ich hoffe, das schaffe ich noch vor Weihnachten, dann kann ich sie verschenken. Also, das ist fest der Plan. Gehört also auch zum Shifty und zum Sophie's Scarf in die Ecke dazu. Also kommt es dahin. Und nicht mehr in den Projektbeutel, das ist ja eine Katastrophe. Das klappt ja gar nicht mit dem Projektbeutel, da bleibt ja alles drin hängen. So, weiter geht's. Da ich jetzt das erste Mal mit meinem neuen Handy aufnehme, habe ich keine Ahnung, wie der Ton ist, wie die Bildqualität ist, ob ich tatsächlich aufnehme. Risiko, Risiko. Ja, weiter geht's. Das ist jetzt ein echtes UFO, das in die Klassiker-UFO-Ecke kommt. Nämlich, da habe ich mal ein Colding angefangen, aus Neugierde. Ein Colding angefangen mit der Gründel Hot Socks Pearl mit Kaschmir. Das ist ja eine super weiche Wolle in diesem wunderschön gedeckten Lila, das ist so ein Dunkelflieder mit einem Hauch von Grau. Und Grau habe ich auch dazu, die gleiche Qualität. Und ich habe mal, Interesse halber, ein anderes Knäuelchen noch dazu gelegt, nämlich ein Verlaufsgarn. Auch von, das von Hobby. Wunderschöne Farben, ne? Herrlich. Ja, und da war so die Idee, einen zweifarbigen Colding zu machen, das Grau in die Spitze zu stricken. Da gibt es ja so ein Dreh dabei. Und das beim Patent als zweifarbiges Patent dazu zu nehmen. Weil ich auch nicht sicher bin, ob die Wolle reicht für den Colding. Und ich habe schon mal gestrickt. Soweit ist der. Hier. Und eigentlich nicht schlecht, ne? Den könnte ich wirklich weitermachen, den Golding. Und dann habe ich aus reiner Neugier, ach, das ist jetzt ein Kuddelmuddel hier, ein Kuddelmuddel. Guck mal da. Oh, ist das nicht furchtbar. So was hasse ich und wieso lasse ich das zu, dass das immer so weit kommt? Ich muss mal da das Ding rausmachen, den Stopper, dann geht es vielleicht wieder. Denn da habe ich aus Neugierde eine lila Flausch mit dem Kaschmir mal zu Pearl Socks zusammengehalten. Das ist auch schön. Aber das ist so dick und so warm. Ich glaube, das verstricke ich nicht so. Ich lasse es so, wie es ist. Und dann könnte es ein wunderbarer Colding werden. Und der noch einen Spezialeffekt hat, so ein Colding Sylvia-like. Vielleicht hat ihn auch schon mal jemand so gestrickt. Und dann wundere ich mich, dass ich keine Nadeln habe. Hier sind die Prüm. Ergonomics. Das sind die Ergonomics. In meinem letzten Film habe ich ja auch so einen Quatsch erzählt. Da habe ich zu den Adi Novell habe ich gesagt, es wären Ergonomics. Ich hab's, weiß es nicht mehr. Also nehmt uns, oder mich, nicht unbedingt immer ganz beim Wort. Manches stimmt auch nicht.
ist nicht überprüft. Und das sind nochmal die Nadeln. Das muss ich jetzt unbedingt mal korrigieren beim Aufräumen. Da habe ich so sinnvolle Nadeln, die ich mal für was anderes gebrauchen könnte. Die hängen in so einem blöden Probierding da drin. Und dann suche ich dauernd Nadeln und habe keine. Kennt ihr das? Ich weiß es nicht, ob es bei euch genauso chaotisch zugeht. Also dieser Colding gehört auf den Klassik-UFO-Haufen, den Klassiker. Das ist ja der Haufen 2. Der Haufen 1 war Rippeln, Neuanfang. Haufen 2 Klassik-UFO und Haufen 3 kurz vor fertig und vielleicht demnächst ganz fertig. Das sind die drei Häuschen, die ich im Moment habe. Ja, dann habe ich noch, ja, wo soll man das hinstecken? Ich muss kurz runter. Ist nämlich runtergefallen. Ich habe mal dieses schöne Teilchen gemacht und habe ja ganz vergessen, das zweite zu machen. Da hängt noch ein Faden dran. Diese wunderschönen Armstülpchen. Die wollte ich verschenken, aber jetzt, ich finde sie so schön, ich möchte sie eigentlich nicht verschenken. Ich muss noch eine machen. Und das ist viel Arbeit, ne? Das strickt sich nicht so schnell mit Perlchen. Aber das ist ja so schön. Das ist unverschämt schön. Und ich habe es total vergessen. Es lag bei der Colding-Wolle mit drin. Ich weiß nicht warum, weil ich wahrscheinlich dieses Mohair-Garn mit der Gründel-Perl-Sock Kaschmir da verwendet habe, ist das irgendwie mit reingeraten. Und ich muss jetzt noch ein zweites machen. Das ist also auch ein echtes UFO. Das ist der Haufen 2. Echtes UFO. Dann haben wir noch ein echtes UFO. Ich war ja an dem Anstrickwahn mit dem Ranunculus auch mit zugange und habe ja dieses wunderschöne Garn liegen und das sollte eigentlich auch zu Weihnachten fertig werden. Und das Garn ist auch echt exquisit teuer gewesen. Auch das hier mit dem zarten Verlauf und das mit dem Silberfaden. Was sind denn das für Garne? Das eine ist lang Mohair Fancy und das andere ist GGH Kidseder. Ach, das habe ich neulich bei jemandem auch gesehen. Das ist ja auch der Hammer, das Flausch. Aber das kostet, ja liebe Leute. Also, da habe ich ja vor, den Ranunculus zu stricken. Da sind wieder ein paar Nadeln unterwegs, ne? So weit bin ich. Es sollte bis Weihnachten fertig werden. Ich habe es mich so wieder so ablenken lassen. Und es gibt ein Überzieh-Ranunculus. Nur mit angeschnittenen Ärmeln und über eine weiße oder andersfarbige, wie auch immer, geartete Bluse oder ein schönes Langarm-Shirt als Überzieher. Das ist nicht kurz vor fertig. Das ist ein echtes UFO und wohnt in dieser Projekttasche. Desgleichen habe ich noch ein echtes UFO. Entschuldigt, aber ich habe hier aus Platzgründen ein bisschen hin und her zu ramassieren. Ihr erinnert euch vielleicht, auch da sind wunderschöne Nadeln drin, die irgendwie nicht mehr in meinem Nadelkontingent verfügbar sind, weil sie hier drin stecken. Und zwar ein Sommer-UFO sozusagen, ein Sommerprojekt Langlinello. Diese tollen Farben, ich zeige es euch gleich, manche von euch werden es vielleicht erinnern. Da habe ich ja erst überlegt, einen Rock zu machen, dann habe ich überlegt, einen Pulli zu machen, dann, oh, das ist einfach ein Zopfmuster, hier unten ein bisschen versetzt, kann man so gar nicht richtig erkennen. So weit bin ich noch, schon ist gut, gell? Und die zwei Knäuel habe ich noch und soll ich euch sagen, nachdem ich wieder überlegt habe, mache ich ein Oberteil davon. Es wird ein Rock werden, ein langer Rock. Und dazu, warum habe ich natürlich eine Ausrede, ne? Ich wollte noch ein bisschen abnehmen. Und vielleicht oben nicht die Lenello nehmen zum Bund stricken. Hoppla, jetzt seid ihr hier umgefallen. Ich habe hier so ein Pseudo-Stativ. Hilfe, wenn es euch jetzt schwindelig geworden ist, mir ist es auch ein bisschen schwindelig geworden. Ich mache jetzt dann erst einmal eine Zwischendrin-Pause, um zu gucken, wie das geworden ist. Vielleicht muss ich noch schneiden. Aber ihr seid es ja gewohnt bei mir, ne? Dass immer wieder sowas Blödes passiert. Also gut, das soll ein längerer Rock werden. Und oben werden keine Zöpfchen mehr sein. Wie auch immer. Ich habe ja so ein kleines Heft über Rock, wie heißt das, Spiralröcke stricken. Ob ich die ganze Wolle dazu jetzt noch verstricke, weiß ich noch nicht.
Und vielleicht andere umso mehr. Das Garn ist ja überhaupt nicht elastisch. Vielleicht ein dünneres, elastischeres Garn, nur oben für den Bund. Mal sehen. Das ist auch ein echtes UFO. Mit wunderschönen Lückennadeln. Ja. Kommt auf den echten UFO-Haufen. Das sind jetzt schon 1, 2, 3, 4. Das ist die Nummer 5. Oh, jetzt ist die Wolle raus. Muss ich nochmal aufräumen, wenn ich zwischendrin Pause mache. Ich muss sowieso schneiden diesmal. Irgendwie ist es jetzt noch nicht. Ich werde jetzt auch nicht mehr wie eine halbe Stunde in dem Segment machen, damit ich mich erst wieder neu sortieren kann. Also, weiter geht's. Noch ein UFO. Auch ein Sommer-UFO. Ich habe festgestellt, ich habe viele Sommer-UFOs. Als dann der Herbst kam, sind alle Sommerprojekte irgendwie zum Erliegen gekommen. Aus diesem tollen Garn, lang, Fiora. Was macht denn jetzt? Hier zeigt er irgendwas an. Ich mache mal Pause und erkläre euch gleich nochmal weiter. Ich nehme im Tablet jetzt auf. Da weiß ich wenigstens, was los ist. Gut, da kommt dann Teil 2 dieser Folge. Jetzt drücke ich mal auf. So, natürlich wieder zu hell. Eben beim Checken, das liegt irgendwie an der Kamera von dem Tablet. Pause. So, jetzt mache ich einfach weiter, wenn ich auch ein bisschen käsig aussehe, obwohl ich gar nicht so käsig bin im Gesicht. Aber es soll ja jetzt weitergehen. Es ist ja immer dasselbe, ne? Manches ist vorhersehbar und genauso ist immer dasselbe, dass ich jede Menge unfertige Objekte habe, sogenannte UFOs. Und im ersten Teil habe ich mit meinem Mobile, mit meinem neuen aufgenommen. Jetzt versuche ich es mit dem Tablet. Das ist mir ein bisschen sympathischer. Ich kann mich irgendwie besser sehen. Ja, man muss sich immer an alles Neue gewöhnen, aber ich mache jetzt einfach weiter, denn ich habe ja so unendlich viel zu zeigen. Gut, ich war stehen geblieben bei meinem letzten Sommer-UFO. Da habe ich euch, glaube ich, gerade die lang Fiora in die Kamera gehalten. Und das ist ein Raglan von oben mit einem ziemlich weiten Ausschnitt. Das soll so ein viereckiger Ausschnitt werden. Halt ein Sommertop. Um es ein bisschen aufzulockern, habe ich da so mal eine Lochmusterreihe dazwischen gemacht. Mit einer Reihe erst links, dann Lochmuster, dann wieder links. Die Farbe kommt recht gut rüber. So, ja. Den Ausschnitt werde ich mit Sicherheit einfassen. Die Ärmel sind schon abgetrennt. Jetzt gerade. Nee, sind die abgetrennt? Nein, sie sind noch nicht abgetrennt. Also wie gesagt, nach dem Schnitt Raglano mit Variation ein Sommerpulli soll das werden. Eigentlich wunderschön. Tolle Farben, die mir auch mit Sicherheit gut stehen. Ganz tolles Garn. Halt total sommerlich, sodass es zum Erliegen kam. Es ist somit ein UFO, ein Klassiker. Kommt auf den zweiten Haufen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es hier aussieht. Ich bin immer noch irritiert davon, wie gruftig ich aussehe. Vielleicht ist es so ein bisschen besser, ne? Ein bisschen natürlicher, die Haut. Mal Althaut, aber ich habe sie gern, ich habe ja keine andere. Ne? Denke positiv, denke positiv. Weiter geht's. Das war jetzt UFO 6. Ich werde noch mal ein Foto machen mit allen UFOs und vielleicht Nummern drauflegen, auch für mich, um das dann später auch wirklich noch zuzuordnen. Dann kommt ein UFO, was? Das gehört zu den Socken. Socken ist ein Extra-Thema. Socken werde ich in einer Teilfolge dieser Folge separat bringen. Dann kommt ein UFO, was völlig aus der Reihe fällt und wo ich jetzt auch wirklich Gas geben muss. Es soll nämlich zum 27. Dezember fertig werden. Hab's euch vor kurzem schon mal gezeigt. Meine Fröschchen. Der Frosch
und die Kröte, da fehlen die Arme und dann das Feintuning und dann brauchen die auch noch Klamotten, die können ja nicht nackig bleiben, die beiden hier. Die will ich an 27. Dezember meinem Mann zum Hochzeitstag schenken. Ich glaube, die müssen in der Prio jetzt ganz schön weit nach oben rutschen. Die allerhöchste Prio hat jetzt die zwei Duke City Mids. Okay. Und die Fröschchen. Und wenn ich die fertig habe, kann ich an andere Sachen denken. Ihr seht, ich muss mich strukturieren. Ich muss. Aber das gehört zum Projekthaufen 3, also kurz vor fertig. Vielleicht ist es sogar 4, vielleicht mache ich nachher gleich weiter. Bei den Projekten, die ich gleich weitermache. Dann, also manchmal ist es ja bei mir so, dass man gar nicht sagen kann, dass es ein UFO ist, sondern ich experimentiere dann und habe mal die Wollauswahl getroffen, habe das zusammengestellt und gedacht, ja, so kann es werden mit den Nadeln, mit der Machart. Und das gibt ein Körbchen nach dem Ducati-System, so ein Strickkörbchen zu machen. Das ist so ähnlich wie die Waschlappen. Ah, ich komme nicht drauf. Ich habe schon mal eins gemacht, da hinten steht es. Das steht in unserer Weihnachtsdeko. Ja, das kann man eigentlich auch nicht als WIP bezeichnen oder auch als UFO, weil es ist eigentlich nur ein Experiment gewesen, zu gucken, welche Wolle ich nehme und die zusammenzustellen. Wie nennt man denn sowas? Also das fällt ein bisschen raus. Ich habe auch ein paar alte Nadeln drin, also die sind nicht so begehrt. Ich glaube, das wäre die Kategorie ganz neue Projekte. Auch wenn ich schon mal so weit bin, ist es trotzdem, es kommt zu dem Haufen 1. Gut, dass ich euch habe und ich mit euch bereden kann, so komme ich ein bisschen auf die Spur. Jetzt kommt wieder ein Sommer-UFO. Ah, und das ist eigentlich auch schade. Ist auch nur deswegen zum Erliegen gekommen, weil anderes dringlicher war. Hier, meine Jacke. Wie heißt sie? Ria. Ich zeige sie euch jetzt nicht näher. Das kommt dann nochmal dran, wenn ich es weitermache. Das Garn ist Elastico. Es liegt auch schon sehr lange bei mir Print. Ich liebe die Farben. Ich liebe das Modell. Das ist eine Jacke in klassische Jacke in Teilen gestrickt, Rückenteil, zwei Vorderteile, Ärmel. Nach einer Anleitung von Claudia Wersing. Hier könnt ihr sie sehen. Die ist einfach nur deswegen zum Erliegen gekommen, weil anderes dringlicher war und weil es halt auch irgendwie ein Sommerprojekt ist. Ne? Aber nichtsdestotrotz kommt es zu den echten UFOs, denn egal wann ich die Nummer ziehe, wird es weitergemacht. Das habe ich mir fest vorgenommen und das mit den Nummern ziehen. Und ihr werdet sehen, ich werde es hinkriegen. Diesmal bestimmt. Festes Vorhaben. Das kommt also auf den Haufen 2. Echtes UFO. Noch ein echtes UFO. Was auch einen Riesenspaß macht, weil ich auch nicht verstanden habe, warum ich nicht weitergemacht habe. Auch ein Haufen Nadeln drin sind. Oh, diese wunderschöne Wolle von, ihr könnt es ahnen. Das gibt der Grit, wie heißt der Grit? Gritlein von Sosunitz. Von der habe ich auch zig Anleitungen noch nicht mal diese hier fertig gestrickt. Das ist daran gescheitert, dass ich einmal einen Teil vom Vorderteil gestrickt habe, einen Teil vom Rückenteil gestrickt habe. Hab dann noch einen Teil gestrickt. Und ich glaube, das ist noch ein Vorderteil und überall sind gute Nadeln drin. Und dann wollte ich noch das nächste Rückenteil stricken, die dann zusammengeführt werden. Und irgendwann wurde es dann so kompliziert, immer komplizierter. Es war dann auch kein Mitnahmeprojekt mehr, weil ich erstmal das alles zusammenführen muss. Das geht ja so Vorderteil, Rückenteil, wird dann hier oben zusammengefasst, Vorderteil, Rückenteil hier oben zusammengefasst und dann irgendwie alles zusammengestrickt. Also irgendwann hat mich da die Lust verlassen, nicht am Stricken selbst, weder mit der Wolle, die wunderbar ist, von Malabrigo ist die, noch wegen der Machart, die macht auch Spaß, aber sonst jetzt nur diese strategische
Schnittstelle, weil ich den Fehler gemacht habe, glaube ich, mich zu erinnern, dass ich erst ein Vorderteil und noch ein Vorderteil. Und dann habe ich gesagt, ah ja, toll, jetzt musst du erstmal noch ein Rückenteil, weil erst Rückenteil und Vorderteil zusammenkommen. Und das ist das dritte dann gewesen und irgendwann war mir das einfach zu unübersichtlich. Habe mich die Lust verlassen und ist es in die Ecke gekommen, immer tiefer im Schrank, immer mehr Sachen obendrauf gepackt. Obwohl das so schade ist, wohnt auch in einer schönen Tasche. Mitnehmtasche, es ist auch ein Mitnahmeprojekt eigentlich, weil das Muster dann irgendwann auch nicht mehr so kompliziert ist, dass man immer in die Anleitung gucken muss. Also auch ein echtes UFO. Haufen 2. Noch ein echtes UFO. Eigentlich ist es aber Haufen 3, weil schon fast kurz vor fertig. Mit Wolle von der Pfalzwolle, die Einsiedelgarne. Das ist eine Sechsfachstärke. Diese Farben, ich hole es jetzt nicht alles raus, sonst gibt es hier Wollkotze. Das mag ich jetzt auch überhaupt nicht noch mehr Wollkotze abzuholen. So weit bin ich mit dem Tuch von der Rina. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Warte mal, habe ich die Anleitung da? Sunset Fire. Ja, mit der Rina, das war ja auch ein Schock, ne? Mit ihrem Mann. Ich war sehr getroffen. Da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Da fällt einem nichts ein, außer ein tiefes Mitgefühl. Gut. Sunset Fire ist so weit gediehen. Das heißt, ich bin schon wieder bei Lila, ich muss das jetzt nochmal stricken und dann kommt schon der Rand. Das kann ich euch gar nicht zeigen, es hat einen Haufen Fäden. Ein Haufen Fäden. Oh. Falsche Seite natürlich. Was mich stört bei dieser Machart, das ist aber wahrscheinlich nur bei mir so, ich weiß es nicht, ob es nur bei mir so ist, mit diesem Garter-Tab oder wie der heißt, Anna, habe ich immer ein Buckelchen. Ich bin dazu doof dazu, ehrlich. Es nervt mich jetzt schon. Mal gucken, ob ich es rausspannen kann. Ja, da ist gar nicht mehr so viel zu machen. Es ist auch ein Relax-Projekt. Das ist so ein Zwischending zwischen Haufen Wip UFO, echtes UFO und kurz vor fertig. Ich glaube, ich tue es. Ich tue es zu den UFOs. Weil kurz vor fertig habe ich schon. Und da gibt es schon einiges zu tun, was ich wirklich vorantreiben muss und sollte. Das würde mich dann nur irritieren, wenn der kurz vor Fertighaufen zu groß wird. Also ein echtes UFO. Später mache ich eine Gesamtaufnahme mit Nummern drauf und werde das nochmal für mich schön fotografieren und auch an das Video dranhängen. Auch vielleicht ein Instagram, eine Fotoserie machen. Dann habe ich immer wieder einen Grund, dahin zu gucken und das auch wirklich wahrzumachen. Jetzt habe ich noch ein UFO. Ich kann das Wort UFO bald nicht mehr hören. Was soll ich denn sonst mal was anderes sagen? Soll ich mal schöne Sachen, die nicht fertig werden, sagen? Sagen? Ein Slipover nach einer Anleitung von Alice. Das Garn ist auch von Alice. Es ist ein bisschen ruppig, das Garn. Es strickt sich nicht so schön, deswegen kam das zum Erliegen. Auch wieder schöne Nadeln drin. Jetzt, das kam deswegen zum Stillstand, weil ich wieder an eine kompliziertere Ecke kam, nämlich jetzt die Schulterschrägung zu machen. Das soll das Rückenteil werden. Und wenn dann sowas so lange liegt, das geht euch bestimmt auch so, dann muss man sich wieder so arg reindenken. Und da man dann doch oft unter Strom steht und so viel anderes im Kopf hat, hat man keine Lust, sich da wieder reinzudenken. Und das ist dann das Problem. Das ist das, Alice. Ach, ich weiß nicht mehr. Ich habe es doppelt gewickelt. Ich kann es euch jetzt nicht auf Anhieb sagen, wie das Garn heißt. Ich habe die bei meinen Wollvorräten die weiteren Stränge gefunden, die ich noch brauche. Und eigentlich ist es schön von der Farbe und der Machart. Und jetzt bei den Temperaturen, wie wir sie jetzt haben, kann man ja immer einen guten, schönen Polunder gebrauchen. Außerdem sind sie modern.
Kurz vor fertig ist es nicht. Ich muss das ganze Vorderteil noch stricken, die Einfassung, die Bündchen. Also ein echtes, unfertiges Objekt. Dann habe ich ein unfertiges Objekt, was kurz vor fertig ist. Das zeige ich euch jetzt nicht im Detail. Das war mein letzten, das ist mein Weihnachtstuch. Das kommt natürlich ein Nubem. Ein Nubem aus lauter Restegarnen, den ich auch unbedingt an Weihnachten anhaben will. Das ist bei mir so ein bisschen Tradition, an Weihnachten was Neues anzuziehen, was ich extra für Weihnachten gemacht habe. Und das werde ich hoffentlich noch schaffen. Das kommt natürlich deswegen auf den Haufen kurz vor fertig. Da habe ich jetzt den Shifty, die Duke City Mits, den Sophie's Calf und die Fröschchen. Oh, ist auch sehr anspruchsvoll, was ich mir da vornehme. Es ist wirklich schlimm mit mir, ich sehe es ein. Wenn ich das dann alles auf eine Liste schreibe, werde ich erschrecken. Da habe ich aus Neugierde was Neues angefangen und weil ich Half and Half süchtig bin. Und das wird natürlich jetzt auch erstmal zum UFO, wenn ich jetzt alles andere fertig machen will. Das ist mein Half and Half mit Zacken. Aus dem tollen Garn, was ich unbedingt ausprobieren wollte und wo ich eben diese Adenovel dafür als Lieblingsnadeln erkoren habe. Ich glaube, es ist 3,5, sicher bin ich nicht, weil ich die schlecht messen kann. Und das ist einfach mein Seelentuch, wo ich immer wieder weiter stricke, wenn ich gar nicht mehr Lust habe für irgendwas anderes. Der Verlauf geht jetzt so weiter, aber das kann jetzt wirklich mal eine Zeit lang pausieren zugunsten der anderen Projekte, die dringlicher sind. Wo ich auch Spaß dran habe. Das Weihnachtszug fertig zu stricken, ist auch Entspannung. Die Duke City Mits sind nicht so herausfordernd. Und die Fröschchen sind herausfordernd, das ist okay, das ist ja auch ein Liebesprojekt. Ein Liebesprojekt für einen Schatz, für meinen Mann. Und mich, er ist der Frosch, ich bin die Kröte. Wir haben am 27. Hochzeitstag, da sollte es dann fertig sein. Ich habe es jetzt hoch und heilig mehrmals betont, jetzt soll es auch so weit fertig werden. Ich muss es dann ja auch beweisen, irgendwie an Instagram denken. Ja, da gibt es halt eine Nachtschicht. Ja, also mein Half and Half ist ein UFO. Okay, dann habe ich noch eins kurz vor fertig. Moment, Pause. Und zwar, das ist mein Osaka, den habt ihr auch schon 100-mal gesehen. Aber ich bin jetzt am letzten Abschnitt angekommen. Das ist alles fertig. Den habe ich rundherum gestrickt, mit dem Beige angefangen. Das Grün ist ein bisschen kräftiger grün, wie es jetzt hier rüberkommt. Das Gelb, alle Farben sind ein bisschen kräftiger als hier zu sehen. Außerdem, das ist kräftig. Und lila, und der ist ja jetzt schon mega lang. Ja, und der kommt natürlich zu den kurz vor fertig Projekten. Aber innerhalb des Rankings kurz vor fertig hat er nur den Status, zwischen den Jahren oder so fertig werden zu sollen. Wenn ich die anderen Sachen fertig habe, die ich fertig machen muss. Das ist das Garn, das ist ein Kit Mohair Silk von Drops. Sieht ja wunderschön aus, ne? Gibt's ja nichts zu meckern. Echt, und das ist auch ein tolles Teil. Aber ich habe einfach zu viel, ne? Das seht ihr dann dran, dass das nicht gut ist, wenn man zu viel hat. Und das möchte ich jetzt unbedingt auch abstellen. Ich denke, es ist, habe ich schon mal gesagt, durchaus sinnvoll, dass man 3, vielleicht auch 4 Projekte hat. Aber mir soll für eventuell noch ein Langzeitdeckenprojekt oder so. Aber, also 5, nicht mehr wie 5. Meinetwegen Socken oder kleiner Schal oder Stulpen oder Mütze in einer Rubrik. Ein anspruchsvolles Projekt mit vielleicht Colorwork. Ein Oberteil oder so ähnliches oder ein Lace-Muster. Dann für mich auch immer noch was interessant ist, Häkeln, irgendwas mit Häkeln. Ein Amigurumi
oder ein Plüschtier oder was auch immer. Und ein ruhiges Projekt nur zum Entspannen. Habe ich das jetzt? Also, was habe ich gesagt? Kleines Projekt. Socken. Ich sage jetzt mal nur Sockenstulpe, Mütze. Zweites Projekt. Ein Kleidungsstück mit zum Beispiel Colorwork, Lace oder ähnlichem, also ein größeres. Oder ein Kleid oder ein Rock oder irgendwas. Das dritte, ein Häkelprojekt, welches auch immer. Das vierte, ein Amerigurumi, Plüschtier oder sonst irgendwas. Und das fünfte, ein Seelenprojekt, ein einfach Entspannungsgrad-Ausstrickprojekt. Das ist mein Ziel. Aber da komme ich nur hin, wenn ich meine UFOs erstmal aufgearbeitet habe, die alle da so schlummern. Und dann werde ich dazu die Methode verwenden, wie Mandy strickt jeden Tag. Die hat das so schön erklärt. Ich werde es dann auch nochmal versuchen zu erklären, aber erst im neuen Jahr, wenn ich tatsächlich die Nummern ziehe, gehe ich da nochmal drauf ein. Sie, also nur so jetzt aus der Erinnerung, ich muss mir es nochmal genauer angucken, diese Folge. Sie hat, also soweit ich es noch in Erinnerung behalten habe, gesagt, es macht durchaus Sinn für Sie, Ihre Planung, so auch diese Fünferzahl mal zu unterstellen, aber natürlich noch nicht so wie eben geschildert, das ist ja bei mir mein Endziel, sondern damit man die UFOs aufarbeitet, dass man sagt, okay, man hat ein UFO-Kleinprojekt, ein UFO-Großprojekt, meinetwegen auch ein UFO-Langzeitprojekt, könnte ich mir vorstellen. Und dann muss man natürlich auch unterstellen, dass wir doch trotzdem in Versuchung geraten und was Neues ausprobieren möchten und was Neues anfangen wollen und was Neues anfangen müssen, weil der Drang einfach so stark ist, dass man eben ein neues Projekt dann auch dazu nimmt und das fünfte, ich hoffe, es war jetzt das fünfte, einfach immer noch für mich entscheidend auch das Seelenentspannungs Projekt, was man immer dann nimmt, wenn man von allem die Schnauze voll hat und einfach nur gerade ausstricken will. Ein Colding oder ein Half and Half oder ein Osaka oder irgendwas in der Richtung. Gut. Und dann immer diese Kategorie, wie genannt, von den UFOs und so weiter abzuarbeiten, die man gezogen hat, bis es fertig ist. Und dann wieder eine neue Nummer zu ziehen. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Ich habe jetzt auch nicht mehr den Überblick, ob das richtig war. Es war jetzt nur laut gedacht. Also ihr werdet sehen, das war jetzt nur mal, damit ich mal ein bisschen runterkomme und habe ich mal meine Gedanken spielen lassen. Es war sozusagen öffentliches Brainstorming. Ob es dabei bleibt, weiß ich noch nicht. Ihr seht, es treibt mich um und es wird auch in irgendeiner Form das Hauptthema nächstes Jahr sein. Denn ja. So kann es nicht weitergehen. Es macht mich auch nicht mehr glücklich. Und dann muss man irgendwas anders machen. Okay, gut. Osaka nein, ist nicht kurz vor fertig, weil ich tue es zwischen den Jahren erst mir vornehmen. Und daher kommt er. Da kommt er als Zwischenprojekt. Das mache ich ein zwischen den Jahren Projekt, wenn ich die anderen fertig habe. Die anderen kurz vor fertig. Sonst überfordere ich mich ja schon wieder. Ich tue es zu den UFOs. Punkt. Fertig. UFO. Aus dem Haus. Dann irgendwann wird er gezogen und auch fertig gemacht. Guti. Jetzt mal kurz aufs Knöpfchen drücken. Was habe ich noch an Zeit? Ach ja. So, jetzt nehme ich noch weiter auf, obwohl ich das, was ich jetzt aufnehme, habe ich schon mal alles aufgenommen gehabt. Aber die Kamera hat es nicht aufgezeichnet. Warum auch immer. Deswegen ziehe ich das jetzt relativ zügig durch, denn ich muss ja vorankommen. Der Osaka-Schal war das Letzte. Der war nicht das Letzte. Ist ein toller Schal, ne? Ich zeige euch noch die UFOs, die klassische UFOs sind, unvollendete Objekte, die alle nächstes Jahr vordergründig abgearbeitet werden. Eins davon ist das hier aus dieser wunderschönen Wolle, wie gesagt, vorhin schon mal gezeigt, aber ich weiß nicht mehr, was ich euch alles erklärt habe. Die Urania, da ist eine ganz komplizierte Strickjacke draus, hätte draus werden sollen mit einem Mega-Muster, Lace-Muster. Ich glaube, das sieht so aus. Kommt mit der Wolle nicht so richtig rüber. Hat mich enttäuscht und die Stricken macht mir keinen Spaß von diesem Lace. Das ist so kompliziert, da
habe ich irgendwie nicht die Nerven dazu gehabt. Vielleicht hätte ich sie nochmal, wenn ich nochmal neu anfangen würde, aber ich habe es aufgegeben. Es ist so wunderschöne Wolle, die in dieser tollen Tasche wohnt. Und irgendwann hatte ich zwischendrin mal die Idee, da draußen Colding zu machen. Vorhin hatte ich es in der Hand. Jetzt sehe ich es nicht. Doch, da ist es. Hier. Soweit habe ich dann den Colding mit der Wolle angefangen. Und ich muss sagen, gar nicht mal so schlecht. Könnte auch ein schöner Colding werden. Oder ein schöner Half and Half. Das ist zwar jetzt Colding angefangen, aber trotzdem kommt diese Projekttasche auf den Haufen. Ribbeln, neu anfangen. Okay, denn ich will es jetzt ein bisschen kurz halten, es ist ja zu sehr verwirrend. Dann habe ich noch ein UFO, das ich muss immer wieder kurz aus dem Bild verschwinden. Auch ein Sommerprojekt ist, das könnte mit Sicherheit dann auch als Entspannungsgrad-Ausstrick-Projekt werden. Das ist ein Tee. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, Leute. Ärmel sind abgetrennt. Ich will jetzt aufpassen, dass die Nadeln nicht rausfallen. Und ich stricke das aus einem Lace-Garn von Rico. Einmal diese Farbe. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. So heißt die Wolle. Und da habe ich noch ein unteres Knäuelchen, das finde ich jetzt nicht, das ist vorhin runtergefallen. Da ist dieser Streifen entstanden hier. Habe ich auch noch eins. Dann mache ich unten am Ende auch noch mal einen Streifen. Also jetzt hängt es quasi runter, das ist auf dem Kopf. Das ist ein Sommershirt, ganz bekannt gewesen diesen Sommer. Ich komme nicht drauf. Ich muss es euch unten reinschreiben. Das kommt natürlich auf den Haufen 2. Dann weiß ich gar nicht, habe ich euch das gezeigt? Ich bin jetzt am Hin- und Herüberlegen, ob ich euch das jetzt schon gezeigt habe, weil es nicht aufgenommen hat. Auf den Haufen 2 kommt auch ein Colorwork-Projekt. Und zwar stricke ich da ein selbst ausgedachtes Tuch mit Steak. Das ist das Eiderstedt-Tuch. Das sind die Kühe. Weiter bin ich nicht gekommen. Die Blumen, die Rosen. Das stricke ich mit einem Farbverlauf von Hobby. Das ist, ich weiß nicht, wie die Wolle heißt. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Muss ich, wenn ich das Projekt wieder in Angriff nehme, euch noch mal genauer erklären. Das ist jedenfalls auch ganz klar Haufen Nummer 2, also unvollendetes Objekt. Jetzt auf die Gefahr hin, dass ich es schon gezeigt habe und jetzt nochmal zeige. Bin jetzt sicher, hatte ich ja auch noch ein Häkelprojekt. Und zwar diese wunderschöne Jacke. Ich weiß nicht, habe ich euch es gezeigt. Also wenn ich es euch jetzt nochmal zeige, seid nicht böse. Ich habe total den Überblick verloren. Aber ich will es auch nicht vorenthalten. Das ist eine Häkeljacke, die klassisch Rückenteil, Vorderteile und Ärmel extra gehäkelt wird mit Stäbchen und Büschelmaschenmuster so versetzt. Dazu halte ich zwei Lace-Garne zusammen, die ich unterschiedlicher Art hier habe. Malabrigo ist das. Und ich spiele dann mit den Farben. Das ist die helle Farbe gewesen, um da ein bisschen Leben reinzubringen. Dadurch ist dieser Streifen entstanden. Den wiederhole ich natürlich auch nochmal an den Vorderteilen und den Ärmeln. Aber vielleicht gibt es auch ein Boxy mit V-Ausschnitt. Ein Oversized Boxy in Häkelmanier zum Überziehen. Bei den Temperaturen, wie sie eben sind, kann man das natürlich auch gebrauchen. Das ist ein häkelunvollendetes Teil. Wie gesagt, wenn ich es euch das zweite Mal gezeigt haben sollte, tut es mir leid. Ich kann das jetzt nicht ändern. Was ich euch vorhin auch gezeigt habe, was nicht aufgenommen hat, war, glaube ich, dieses unvollendete Projekt. Und zwar ist das von Steven West, war das ein Mystery Call, das nannte sich Speckle and Pop, glaube ich.
Ich habe wunderschöne Garne, sieht auch ganz gut aus bis dahin. Das ist, glaube ich, die Rückseite. Naja, kann man sagen, Vorder-Rückseite ist Jacke wie Hose, beides schön. Schöne Wolle von der Wolleule und von Hobby, die Mayflower Luxury. Aber ich werde es nicht weiter stricken. So Chevron-Strickerei ist nicht so ganz meins. Und irgendwie ist es auch so hartleibig, es kommt und kam nicht voran. Und da ist noch so viel zu stricken. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich das irgendwie zusammenführe. Ich denke, es wird mir ganz gut gelingen. Hoffe ich doch. Die Fäden vernähe. Und dann gibt es einen Kaul. Ein schöner Kaul. Und ich brauche nicht zu ribbeln. Und mit dem Rest der Wolle fange ich ein neues Projekt an. Ja. Ich glaube, ich muss euch mal ein bisschen anders stellen. Das ist mir hinten so weggekippt. Sorry, Entschuldigung, dass ich euch jetzt ein bisschen. Ist immer noch nicht so, wie ich es gern hätte. Augenblick. Ah, besser wird es nicht mehr. Jetzt ist es schepp. Sorry, aber ich muss weitermachen. Es ist einfach zu viel sonst. Viel zu viel für das alles. Ein Projekt, was ich glaube ich auch noch nicht gezeigt habe. Ich habe es zwar aufgenommen, aber es kam nicht mehr im Film vor. Mein Resteprojekt à la Cozy Memory. Aber es gibt ein Haramaki. Hier ist das abkopierte Bild. Die hat es auch mit Vierecken gemacht, aber ein bisschen anders. Meine Cozy Anleitung habe ich aus dem Internet, aus YouTube. Ich werde es euch verlinken, wenn ich es weitermache. Heute nicht. Das sind meine Lieblingssockenwollen, die verewigen sich da drin. Und das gibt einen Nierenwärmer. Das ist jetzt ein Resteprojekt, ne? Das kann man jetzt schlecht als unvollendet bezeichnen, weil ja immer dann, wenn eine Socke fertig ist, da weitergemacht wird. Und zum Thema Socken, da kann ich euch sowieso sagen, gibt es noch viel zu berichten. Und was habe ich noch? Das vorläufig letzte unvollendete Projekt in den Normalteilen, also die Socken gehen ja jetzt gleich extra, ich bin schon ganz strubbelig, habe ich nur noch ein Teil, was auch eigentlich als Neuanfang gilt. Und zwar habe ich da nur ein bisschen rumprobiert in der Juanunculus-Phase und habe nur den Anfang gestrickt, weil ich neugierig war. Und das wird bestimmt schön, sehr schön. Aber da das jetzt nur die Halskrause ist, werte ich es als Neuanfang. Genauso wie den anderen Ranunculus, den ich euch gezeigt habe, habe ich zwar jetzt so UFOs gelegt gehabt, aber das ist ja noch nicht richtig angegangen. Das ist kein UFO, das ist jetzt nur so ein Versuch gewesen und damit geht es weiter unter der Rubrik Neuanfang, wenn ich dies ziehe. Ne? Jo, jetzt mal kurz auf Pause. So, weiter geht's. Jetzt kommen nämlich meine ganzen Sockenprojekte. Und das sind auch nicht gerade wenige. Und das separiere ich so ein bisschen. Also die Socken gehen extra, kriegen auch eine extra Produktionslinie, nämlich fallen unter Sockenkleinteile, was weiß ich. Denn da habe ich auch viel angefangen und nichts fertig. Oder wenig. Einmal habe ich hier die Karusselli. Das ist auch schon mal gerippelt gewesen. Da wollte ich Socken stricken aus in längs gestrickt. Ist mir nicht gelungen. Hat mir also diese Socke einfach längs gestrickt, aber das hat nicht funktioniert. Und da habe ich jetzt Karusselli angefangen. Soweit bin ich da. Scheiterte jetzt daran, dass ich das jetzt irgendwie zusammennehmen muss. Und ja, hast du nicht gesehen. Kam zum Erliegen. Ist ein Socken-UFO. So, warte mal, ich tue das jetzt mal da raus und dann kann ich das da reinwerfen. Entschuldigung, wenn ich aus dem Bild verschwinde, ich kann es heute nicht anders machen. Ich hoffe es, ihr seid immer noch bei der Stange. Dann habe ich aus Neugierde im Sommer, weil ich diese tolle Wolle gekriegt habe, Bambusocks. Und da war es so heiß, 36 Grad im Schatten oder 37 oder 39. Und ich musste trotzdem was stricken. Und da habe ich gedacht, oh, probier mal diese Bambusocken.
von Prolana. Das hat mich gereizt, habe ich gedacht, ach, das ist so glattes Garn, kann man da überhaupt schönes Söckchen draus stricken? Oh, und ich habe angefangen und habe gedacht, das muss natürlich was Besonderes werden. Dann habe ich ein paar Kindersocken angefangen mit Lace. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Muster ist, Leute. Ich muss mich jetzt da wieder reinfrickeln. Ich weiß gar nicht, wo das her ist. Das ist jetzt das Problem, ne? Hätte ich mal einen Zettel dazugelegt. Das ist so wunderschön geworden. Das ist so, auch so ein Chevron-Muster, ne? Irgendwo werde ich es wiederfinden. Bumerang-Ferse oder Shadow Wrap. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube Shadow Wrap. Ja, und das ist halt blöd, wenn man damit aufhört. Das sind so wunderschöne Söckchen. Die hätte ich einfach fertig machen müssen. Jetzt sind sie zum Erliegen gekommen. Jetzt fange ich wieder ganz bei Null an. Kinder Bambusocks Nummer 2. Und das ist ja nur eine. Dann habe ich mich von dem Karl anstecken lassen. Das ist auch ein Vorhaben, was ich wirklich nicht mehr in der Form machen möchte. Vielleicht unterliege ich doch mal wieder der Versuchung, aber ich habe diesen Karl mitgemacht von der Elli und der Melanie Mielinger, die Mr. Smith Socken. Und da kam es zum Erliegen, weil diese verschränkten Zopfmuster, das ist überhaupt nicht meins, habe ich euch auch schon mal gesagt. Ich werde ribbeln bis zum Bündchen und habe mir was Neues ausgedacht. Und der Astrid, ihre Anleitung von Rubato Designs, die ist so toll und ich mag die auch sehr, sehr, sehr. Aber hier werde ich was anderes machen und das werde ich von der Astrid übernehmen und die restliche Sockenanleitung auch, weil die sehr gut ist. Und die Wolle ist so toll, die ist von Mondscheingarne. Und das andere ist von der Bohai und von der Elke und überhaupt. Und das wohnt in einer schönen Tasche. Da sind auch tolle Nadeln drin. Jagos. Ich war alles schon vermisst habe. Ja. Socke Nummer 3. Angefangen, nicht fertig. Dann habe ich Weihnachtssocken, die gehören eigentlich zu. Kurz vor fertig kann man nicht sagen. Da habe ich letztes Jahr vor Weihnachten, letztes Jahr, das müsst ihr euch mal vorstellen, nach der Anleitung von Sylvie Rasch, diese Sternenferse gemacht, oder wie die sich nennt. Also, Quatsch, Ferse, Spitze. Das ist eine spezielle Spitze. Mit Weihnachtswollgarn von Ferner Wolle und zwei Uni-Farben. Das Grün ist hier so quietschgrün, das ist aber mehr so richtig Waldgrün. Waldgrün, da kann man, so, naja, however, ihr könnt es ja vielleicht ahnen. So weit bin ich da, das ist ja von unten nach oben, da komme ich jetzt an die Ferse. Und parallel dazu hatte ich die andere Spitze schon gemacht, da geht es jetzt los mit Colorwork. Also die stricke ich so parallel hin und her. Und ursprünglich war der Plan, die vor Weihnachten noch fertig zu kriegen, aber ich fürchte, es wird Silvester. Muss ich euch noch mehr sagen? Nein. Hätte ich jetzt aber Lust dran, weiterzumachen. Jetzt? Ja. Warum nicht eher? Dann hat mich der Hype erwischt mit der Bananensocke. Habe ich auch eine anfangen müssen, weil unsere Enkelin, wenn sie zu uns zu Besuch kommt, Hausschuhe mag sie sowieso nicht. Und ihre Filzlatschen, die sie die ganze Zeit anhatte, sind jetzt definitiv zu klein. Und habe ich eine Sechsfachwolle von Opal gefunden. Tolle Farben. Tolle Machart. Mit, wieso ist denn die andere Nadel? Ah, hier, dass ich die Nadel nicht verliere. AD Nouvelle. Dreier System. Nehme ich eigentlich nicht so gern. Warum auch immer. Die stumpfen mir immer, die sind so lang. Die müssten ein bisschen kürzer sein, die Nadeln. Wenn die so nur ein Stückchen kürzer wären, wäre es einfacher. So stumpfen mir die beim Stricken sich immer in den Bauch. Ich jedenfalls. Das wohnt hier in dem kleinen Stehtäschchen, was eigentlich so Badezimmerzubehör gehört. Ja, Socken Nummer 4. Dann, ich gestehe, ich habe die tollen Bohai-Socken fertig gehabt, habe dann aber gesehen, dass ich an der Ferse von der einen Socke einen riesen Murks gemacht hatte, das mir nicht gefallen hat. Da diese tolle Socke verdient es, richtig gestrickt zu werden. Und dann habe ich alles nochmal gerippelt. Die war ja fertig.
Und die hier war auch so gut wie fertig. Und dann habe ich hier gesehen, dass ich hier einen Mordsfehler reingehauen habe. Was habe ich gemacht? Ich habe das wieder aufgetrennt bis dahin und stricke jetzt wieder. Jetzt kommt eigentlich nur noch das letzte Stück fehlt noch. Hätte ich jetzt auch Lust weiterzumachen, hatte ich aber nie die Zeit dazu, weil andere Dinge dringlicher waren. Bohai-Socks auch mit Wolle von der Elke. Wunderschöne, einfach Merino heißt es, glaube ich. Sagenhaft schöne Socken. Spaßfaktor, die Anleitung kann ich euch nur empfehlen. Bohai-Socks. Dann Socken, auch eine Kindersocke. Die Partnersocke zu denen, die ich für meinen Mann gestrickt habe, die habe ich euch, glaube ich, fertig gezeigt. Hoffe ich doch. Die sind jedenfalls fertig. Die hat er auch schon angehabt. Ich glaube, er hat sie momentan auch an. Da wollte ich erst dem Thorsten seine Ferse machen. Das ist ja von unten nach oben. Aber bei der Kindersocke habe ich es nicht so hingekriegt. Habe ich jetzt den Klassiker gemacht. Und hier oben mache ich den Riffel. Da muss der, damit es schöner anliegt. Also eins rechts. Ne, drei glatt rechts und eine linke dazwischen. Ist auch erst eine fertig. Macht auch Spaß. Momentan könnte ich Socken stricken, habe keine Zeit dazu. Ihr habt ja gesehen, was alles los ist. Dann noch ein paar Socken. Auch nur eine. Fast fertig. Da hatte ich auch schon die Spitze gestrickt. Und zwar mit einem Kontrastgrün, denn diese Wolle ist extrem wertvoll. Die war auch richtig exquisit. Habe dann aber zu früh gewechselt auf das dunkle Grün. Das ist ein klassisches, ich glaube, von Regia oder Opal, keine Ahnung, Waldgrün. Und das ist mal sozusagen mein Abroller. Ihr könnt da mal lesen, das ist mein Sockenstopp-Ei. Wenn ich die Spitze zusammennähe, dann nehme ich das immer. Und das hat sich jetzt sozusagen als Wollabroller etabliert. Und mein Mann hat sich selber die Wolle ausgesucht. Wir waren da ja in Urlaub im Pinzgau und in Zell am See, haben wir diese Wolle gekauft. Ja, das sind Luxussocken. Aber total weich und die Farbe hat er gewollt. Und kriegt er natürlich. Und weil die so zart und so weich ist, habe ich gedacht, für die Ferse und die Spitze, nehme ich diese da. Die ist robuster, ne? Und macht auch mega Spaß. Und so weit gediehen, eine stricke ich auf Rundstricknadel, Diago. Noch eine Socke, an der ich Lust hätte, weiter zu stricken, aber keine Zeit dafür habe, wie ihr ja gesehen habt. Und dann hat mich wieder noch die Neugierde umgetrieben und ich habe ein paar, weil ich für mich natürlich auch von der Wolle mitgenommen habe, von der Alpaka-Sockenwolle. Das ging ja nicht anders, ne? Also mein Mann hatte sich die grüne ausgesucht, wie gezeigt. Und ich habe die Farbe, fand ich toll. Und war natürlich neugierig, muss natürlich angeschlagen werden und zu so gucken, wie sie wird. Und das wäre ein Handstülpchen für mich. Und habe ich das, wie sagt man, Kaffeebohnenmuster probiert, weil ich bei der Socke von der, bei der Mr. Smith, Smith, Mr. Smith Socke, statt den verschränkten Zöpfchen, die mich so nerven, werde ich Kaffeebohnen machen. Zumindest ein Teil ersetzen. Und um das auszuprobieren, habe ich dann einfach die Wolle genommen, um zu gucken, wie die sich verstrickt. Und das ist auch so schön. Und hier oben habe ich auch eine Uni-Lila-Wolle genommen zum Einfassen für das schöne Garn. Das wohnt auch in so einem schönen Täschchen, was gut dazu passt. Das liebe ich ja so, die Täschchen, wenn es sich ergibt, passend zum Projekt. Ne? Passt gerade da rein. Ist auch ein schönes Mitnahmeprojekt. Hätte ich auch Lust dran weiterzumachen. Und komme nicht dazu, weil es einfach zu viel ist. Und das sollte mir eine Lehre sein. Ich habe einfach auch die Nase voll davon. Ich habe echt vor, das zu ändern. Jetzt gehe ich noch mal kurz runter. Es kann sein, dass es immer noch nicht das letzte Uvo ist, aber auch da
habe ich schöne Nadeln. Ach, das sind auch Nadeln, die ich gebrauchen kann. Reinzähler. Da habe ich auch so tolle Sockenwolle gekauft, nämlich von Jawohl. Auch mit Seide und Kaschmir, glaube ich. Weiß nicht genau, wie die heißt. Und da habe ich im Wollläden so schöne Streifensocken gesehen. Und die habe ich natürlich nachempfinden müssen. So aus dem Gedächtnis. Und es gibt Sneakers. Der eine ist schon so weit. Und der andere parallel. Wo ist er? Noch nicht so weit. Nur so weit. Ist nur die Ferse schon gemacht. Könnte auch bald weitergehen. Das sind meine Sockenprojekte. Die Sockenkiste des Grauens, hatte die Moni mal gesagt. Es ist bei mir gar nicht die Sockenkiste des Grauens. Ich könnte an jeder einzelnen Socke jetzt gerade mal weiter stricken. Hab aber noch so viel anderes offen. Und genau das ist das Problem. Das ist mein großes Vorhaben für 2023. Das endlich in den Griff zu kriegen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich euch nicht mehr so viel Kuddelmuddel zeigen kann. Und dass es vielleicht ein bisschen langweiliger wird. Und meine Folgen kürzer oder vielleicht nur noch einmal im Monat. However, ich will dabei bleiben, ich will auch weiter Filmchen machen, so gut wie es geht. Aber ich muss auch was ändern. Ich habe noch ein riesen Deckenprojekt, das zeige ich euch wirklich das nächste Mal, weil jetzt bin ich auch echt am Ende meines Lateins. Und ich will auch Schluss machen, euch wird es auch reichen. Und ja, ich will euch vor allen Dingen bei dieser Gelegenheit frohe Weihnachten wünschen, schöne Feiertage. Das Herz ist uns allen schwer, aus vielerlei Gründen. Und dennoch und gerade deswegen sollten wir im Kreise unserer Freunde und Familie schöne Stunden verbringen, so gut wie es geht, aufeinander achten, füreinander da sein, Gutes tun, wann immer sich die Gelegenheit gibt. Stricken natürlich. Sein, so gut es das Herz erlaubt, wann immer die Zeit dazu da ist. Und die sollten wir uns immer nehmen. Gell? Draußen ist im Moment herrlichstes Winterwetter hier bei uns. Leider soll es jetzt so ein komischer Wärmeeinbruch geben. Dabei ist es, wenn ich jetzt so rausgucke im Garten, so wunderschön. Vielleicht mache ich jetzt noch schnell ein paar Fotos, dass ich die euch auch anhänge. Und vor allen Dingen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch allen für ein wunderschönes Jahr bedanken, dass ihr mich immer wieder einschaltet, mir so viel tolle Kommentare gebt und ja, man spürt die Herzlichkeit und die Freude bei unserem gemeinsamen Hobby und bei dem Austausch dazu. Und. In der Folge im Januar werde ich euch dann auch meine Neuzugänge zeigen. Vor allen Dingen hatte ich ja auch bei der. Nee, das könnte ich noch ganz am Anfang bringen. Das werde ich dieser ganzen Episode voranschalten. Denn ich habe ja tatsächlich bei Wolleule Alex gewonnen. Das habt ihr dann am Anfang gesehen. Das werde ich ganz zu Beginn bringen. Und habe aber jetzt erst davon gesprochen. Aber beim Schneiden kann man das ja so einrichten. Denn das sollte schon zeitnah meine Freude. Sollt ihr da mit mir teilen. So, genug der Worte. Es war wirklich ein schönes Jahr mit euch. Wenigstens etwas, was schön ist, nämlich unser Hobby und der Austausch darüber und die vielen YouTuber, die es gibt und man immer wieder Spaß hat. Auch diejenigen, die keine Filmchen drehen und ihre tollen Sachen bei Instagram oder sonst wo zeigen. Auch ihr seid große Strick- und Häkelkünstler innen. Ne? Macht weiter so. Lasst uns auf diese Weise die Welt ein bisschen schöner gestalten. Und andere beschenken, auf welche Art auch immer. Das ist jetzt mein Schlusswort für dieses Jahr und ich freue mich, euch wiederzusehen im Januar. Tschüss, eure Sylvia.